Moin und herzlich willkommen, wenn es wieder heißt, der Flachlandradler ist unterwegs und immer noch in Kärnten. Ja, aber ich habe einen Ruhetag eingelegt. Ja, es tat mal gut. Ja, ganz auf dem Damm bin ich immer noch nicht, das merkt man. Ich weiß nicht, vielleicht war es ja doch Corona. Ich habe keine Ahnung. Tests gibt es ja eigentlich keine mehr, so zu kaufen. Es ist auch egal, vielleicht war es das jetzt. Aber es schlaucht immer noch und so fahre ich immer noch nicht in die Höhe. Ja, und jetzt mache ich aber trotzdem wieder eine schöne Tour, glaube ich, zum Millstätter See. Der liegt hier nordwestlich von hier. Macht dann eine schöne Runde, um wieder hierher zu kommen. Ja, 100 Kilometer soll es wohl werden. Höhenmeter hält sich in Grenzen. Ja, und ja, schön wird es auf jeden Fall. Das Wetter klart langsam auf. Gestern war es nur trübe. Heute Morgen hat es noch geregnet. Es ist immer noch sehr frisch für den Sommer. Ab morgen soll es dann richtig losgehen. Aber das sagen sie irgendwie schon jetzt jeden Tag. So langsam glaubt man schon fast gar nicht mehr dran. Ja, es soll Sommer werden wieder. Ja, ja. Ist ja egal. Hauptsache trocken. Ja, und nicht zu eisig im Moment. Noch braucht man es nicht. Noch ist kein Herbst. Noch ist Sommer. Also gibt es jetzt eine schöne Sommertour Richtung Millstätter See. Und dann fahre ich ja, eine schöne große Runde auch über andere Seen noch. Hier wieder zurück. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Wie man sieht, bin ich auf einer selbst geplanten Route unterwegs, über Komoot. Das war jetzt hier gar nichts, auch schon vorher nicht. Das waren Sackgassen und da waren Wege, die gab es überhaupt gar nicht mehr. Wie immer, nur weil ich jetzt nicht durch die Stadt oder so fahren wollte. Naja, okay, dieser Weg ist sehr ausgespült gewesen. Das kann natürlich sein durch diese Unwetter der letzten Tage, dass es ein bisschen mehr geworden ist. Aber hier kommt man nur mit einem Fully Mountainbike hier hoch. Wenn überhaupt, mindestens E-Unterstützung, glaube ich. Also das war schon extrem ausgewaschen. Ja, ich hoffe, es geht nicht so weiter. Ich versuche jetzt an die Drau zu kommen, an Villach und allen großen Orten erstmal vorbei. Und dann fahre ich an der Drau entlang Richtung Spital. Da soll es eigentlich viel gemütlicher werden, auf jeden Fall. Das war jetzt anstrengend, ich habe hier hochgeschoben. Ja, wenn man immer noch angeschlagen ist. Ja, tut mir leid. Das strengt ganz schön an. Aber jetzt geht es gleich wieder bergab. Hoffentlich nicht auf solcher Piste, sondern vielleicht eher auf sowas hier. Ja, schauen wir mal. Ui. Ja, Leute, Komoot-Planung für ein A. Denn hier ist ein geschlossenes Tor, Privatgrundstück, kein Betreten des Grundstücks verboten, Schloss davor. Ja, Tour zu Ende. Ich weiß nicht, was Komoot macht. Es nervt. Es ist schon das zweite, dritte Mal wieder. Auch schon auf dieser Tour. Allein schon, es nervt. Ich bin eigentlich ja sowieso schon angeschlagen und dann nervt sowieso alles Mögliche. Und dann, ja, denn sowas. Bergab ging es hier steil runter. Ja, da muss ich gleich links ab, dann bin ich gleich unten im Tal an der Drau. Nix ist. Ja, Leute, tut mir echt leid. Ich bin ein bisschen wütend.
denn es tröpfelt auch ein wenig, aber es wird kein großer Regen werden, aber ist egal. Auch das war nicht angesagt. Strahlender Sonnenschein, auch das nervt. Ich weiß es nicht, irgendwie ist kein guter Stern auf diese Tour. Ich weiß es nicht, ich glaube, ich breche ab oder soll ich es noch woanders probieren, oben noch mal rüber. Ich gucke mir das auf der Karte an, sonst ist hier echt Schluss. Ich habe echt nervlich am Ende. Hatte Sonnenbock, wieder da hochzufahren, Strecke zu machen, nix ist. Naja, was soll man machen? Ich bin immer in den Alpen, aber das ist auch alles. Erstmal beruhigen und dann schaue ich mal, wie es weitergeht. Einfach nur nervig, dieses Komoot. Selbstplan geht gar nicht. Wie ihr seht, bin ich unten angekommen. Ja, immer auf die Karte gucken und dann findet man seinen Weg. Ja, und dann bin ich schon mal einige Kilometer hier entlang gefahren, an der Drau. Ja, hier entgegen. Wow, endlich ist es so, wie es sein soll. Die Sonne scheint. Gerade hat es echt noch geregnet, obwohl die Sonne gescheint hat. Also, das steht alles noch nicht so in guten Stern, diese Tour. Hat man noch nicht so viele Kilometer geschafft, 22 in guten 2 Stunden, das ist echt schlecht. Und 88 knapp stehen noch auf dem Programm anscheinend, Navi. Also das ist noch recht viel, aber ich mache jetzt eine Beruhigungspause, komme jetzt runter und danach werde ich mehr genießen können, schätze ich mal, weil die nächsten Strecken, die sind wirklich alles auf Hauptwegen. Also nicht so richtig nur von Komoot geplant, sondern es sind regelrecht Radwege. Also sollte der Rest des Tages wohl hoffentlich klappen. Ja, Regen war eh nicht angesagt, deswegen hoffe ich, es kommt jetzt auch nichts mehr. Aber naja, die Drau war wie immer gestaut, ruhig. Ja, die Schienen hinter mir, da oben die Autobahn. Ja, hier ist immer was los. Das ist halt der Hauptverkehrsstrecken hier. Also leise ist es nicht, idyllisch auch nicht, aber Pause kann man doch gut machen hier. Und dann geht's weiter. Jetzt eine kleine Mahlzeit. Und dann geht's ohne Wut im Bauch weiter. Genau 1 Kilometer hat es gebraucht noch und da ist die Panne. Das Letzte, was echt noch passieren konnte, ein Platten. Kettenriss, das ist jetzt, oder Rahmenbruch ist, glaube ich, das allerletzte, was auf dieser Tour noch passieren kann. Es ist kein guter Stern. Ich habe das jetzt geflickt, ich fahre weiter. Also ich will diese Tour jetzt unbedingt machen, egal was jetzt noch kommt. Und wenn ich im Dunkeln wieder zurückkomme, also es nervt. Monate fahre ich mit diesen Reifen, also es kann auch eigentlich, ich habe so ein Antiplatt drin, dass er selbst kleine, so ein Antiplatt, ja, so einen Streifen in den Mantel reingelegt, dass da keine kleinen Pixel oder Steinchen oder sowas durchdrücken können. Trotzdem, jetzt nach Monaten ein Platten, ich weiß es nicht. Heute ist echt kein guter Stern, ich werde das jetzt mal zusammensetzen und dann geht's weiter. Also irgendwie, das nervt total. Es ist gleich 12. Bin immer noch nicht weiter.
Aber ich will weiter, ich will hier was sehen. Ah, es nervt. Im Moment ist die Erkältung echt ein bisschen vergessen. Ah, mal sehen, wie es gleich weitergeht. Ich habe mal ein paar Kilometer geschafft. Ich bin bei Kilometer 50 kurz vor Spital. Ich habe jetzt mal ein bisschen durchgezogen. Ja, leider ein bisschen mit Wut im Bauch. Hier war dann endlich mal auch so eine Fahrradreparaturstation, also mit einer richtigen guten Luftpumpe, womit ich ein bisschen mehr Druck aufbauen kann mit der Handpumpe. Denn der Mantel, der muss erst so richtig reinspringen wieder in die Felge. Und das ist immer sehr schwer mit der Handpumpe, aber mit so einer Pumpe geht das eigentlich relativ gut. So war das immer so eine kleine Acht hinten drin, aber das ging alles noch. Ja, der Weg war okay, immer schön mal am Fluss. Ja, nichts Besonderes, war eigentlich auch immer dasselbe. Links und rechts die Berge sehen ja toll aus, ist aber auch immer dasselbe. Ja, gerade eben noch mal eine Autobahn, nicht so schön. Ja, und jetzt, wie gesagt, kurz vor Spital. Ja, da bin ich auch gleich. Mache hier aber noch eine Getränkepause. Es ist doch richtig schön warm geworden. Ich habe die ganze Zeit schön Rückenwind. Ja, es läuft. Es ist kurz nach 1, 20 nach 1. Ja, also es geht alles noch von der Zeit. Habe jetzt noch 60 Kilometer vor mir. Hört sich viel an. Höhenmeter habe ich aber nicht viele. Ja, also und zum Schluss geht es dann auch wieder viel bergab, wo ich jetzt erstmal wieder stetig bergan fahren muss. Aber naja, erstmal wieder eine Pause. Ja, bei euch ist es bald immer nur Pause. Und dann geht's weiter. Ah, wunderbares Plätzchen hier. Schaut euch das an. Ich fahre euch ein bisschen höher. Ja, der Millstätter See. Ja, hier bin ich schon mal gewesen. Das ist schon so viele Jahre her. Hat sich hier eigentlich nichts verändert. Da bin ich von Lienz aus mit meinem Rennrad hierher gefahren. 70 Kilometer her, 70 Kilometer zurück. Ah, schon echt lange her. Aber verändert hat sich echt hier gar nichts. Da habe ich da drüben in den Park
hatte ich den Pause gemacht und bin dann wieder zurückgeradelt. Ja, und jetzt so ähnlich. Jetzt bin ich hierher gefahren, vom Villach aus, und jetzt geht es wieder zurück am See entlang. Erstmal und dann über ein anderes Tal zurück zum Ausgangspunkt. Ich habe jetzt 57 Kilometer gefahren, habe mir jetzt ein kaltes Getränk gekauft, Isodrink und noch ein Wrap mit Stärkung, damit ich, naja, es geht zwar am See entlang, aber auch immer hoch und runter, und nach dem See geht es noch mal ein bisschen hoch. Also ich habe noch ein bisschen was vor, aber das Wetter ist so richtig schön angenehm. Also es ist vielleicht gerade mal 20, 21 Grad, ganz leichter Wind. Total perfekt. Also jetzt bin ich wieder richtig glücklich, dass ich das nicht abgebrochen habe, durchgezogen habe. Zwar ein bisschen mit Wut im Bauch, aber es ist jetzt 14:30 Uhr. Was soll ich machen? Es ist richtig geil. Also ich gebe nicht so schnell auf. Und jetzt eine schöne saftige Pause und dann geht's weiter. Andere Seite des Sees am anderen Ende. Was soll man sagen? Hier kommt man ja gar nicht ran. Hier hinten alles nur bezahlen, zu bezahlen. Ja, alle Strandbad und Cafés, die direkt am Meer, am See sind. Also keine Chance. Aber der Weg, der war ganz gut. Ja, fand ich auf jeden Fall. Bin jetzt bei Kilometer 73. Weiß gar nicht. Ich glaube, 16, 17 Kilometer lang war das jetzt. Ging teilweise steil hoch, steil runter. Ging aber alles super. Aber die Stücke, die nicht mit Schotter waren, also asphaltiert, die waren grausig, die waren schon meist gefährlich. Also das war heftig. Sonst war der Weg schön. Der See war doch immer so ein bisschen durch die Bäume zu sehen. Ab und zu kam man so ein bisschen ran. Ja, und wie gesagt, sobald da Bebauung war, war das alles wieder privat. Aber den Seeweg konnte man gut fahren. Da war ich ja wenigstens mal zufrieden. Ja, jetzt geht's gleich weiter Richtung Villach. Da brauche ich noch ein bisschen. Da werde ich gleich ein anderes Tal hochfahren und dann komme ich noch mal zum anderen Seen. Ja, da kommen noch zwei mehr. Ja, ich freue mich irgendwie, dass ich es durchgezogen habe. Jetzt so richtig. Es ist noch keine 16 Uhr. Bin richtig gut gefahren. Das war vielleicht eine Stunde Fahrt. Sauber. Ja, und jetzt guck mal, da ist jetzt wieder mal eine Wasserstelle. Wunderbar hier. Sind nicht so die Brunnen, aber so eine Zapfstellen. Das ist jetzt hier viel mehr hier in dieser Gegend. Muss ich sagen. Macht Spaß, ist super. Schön kalt. Und dann geht es jetzt gleich weiter. Ich glaube, ich werde mir aber noch eine kalte Cola da vorne holen. Nichts Großartiges zu essen. Und dann geht's weiter. Money isn't worth all the life that you're paying. Wonder when it all stops, when nobody wants more, when we're done taking all for granted.
Da bin ich doch wieder an einen See angekommen. Ich bin oben und damit ja, an der Passhöhe vorbei. Und ja, hier ist der Brennsee, eine Badestelle. Man kann hier schön sich hinsetzen. Oh. Wunderbar. Oh. War eine schöne Strecke, viel an der Straße, aber was soll man machen? Aber sehr, sehr, sehr geil. Guter Wind geht hier, sie sind am Segeln. Ja, kleiner, viel kleiner als der Merschieder See, wirklich ganz klein. Aber ein tolles Ziel und ab hier geht es dann auch nur noch bergab. Oh, es ist so richtig schön angenehm warm. Der Wind, der tut nur Gutes. Ich bin echt froh, dass ich weiter durchgezogen habe. Es ist kurz vor 5. Ich habe noch 26 Kilometer bis zum Ziel, bis zur Ferienwohnung. Ja, viel bergab jetzt. Und es ist immer noch nicht der letzte See. Ja, leider kann ich das alles nicht so genießen, wie ich wollte, durch den Anfang alles. Aber egal, bis jetzt bin ich echt glücklich, diese Tour gemacht zu haben. Und dass ich die durchstehe. Also ich muss sagen, so langsam, also so ein bisschen powern kann ich schon. Also ganz schlecht geht's mir nicht. Naja, dann geht's jetzt weiter. While it's all going faster and you can't get a hold of things and you're longing and searching for something more. You try to remember all the good things that your mama told you. It turns around, you see, it takes time, but you just can't believe that. I've been here jetzt am Fritzer See, etwas weiter unten. Nicht viel, nur 4 Kilometer weiter. Ja, ist nicht so in privater Hand, die ganze Uferbereich. So konnte man jetzt entlang wandern. War ein Wanderweg, also immer Zugang zum Wasser. Hier sind auch Angeln überall in Gang. Wie sich das gehört, wenn ich diese Straße immer wäre, wäre es doch ziemlich gut hier. Immer dieser Krach. Ja, ich bin ja mit dem leisen Rad hier. Ja, da drüben ist noch ein Campingplatz. Hier ist definitiv kein Massentourismus, bloß diese Knallertons hier, Mann, nervt. Die Sonne ist ein bisschen weg, aber es ist immer noch gut warm. Ja, jetzt geht's bergab Richtung Villach, ja, und so ein Ossiacher See. Ja, da werde ich jetzt runterfahren, durchziehen. 17:20 ist das ja auch schon. Mal sehen, wann ich da unten ankomme, aber musste mich trotzdem jetzt nicht beeilen, trotz meiner Fehler heute Morgen. Alles und Pannen. Geht das noch von der Zeit her? Ja, man kann das noch ein bisschen genießen. Ein bisschen mehr hätte es gerne genossen, aber es war halt nicht so. Naja, ich fahre jetzt noch ab. Und dann geht's jetzt talwärts. While it's all going faster and you can't get a hold of things and you're longing and searching for something more. You try to remember all the good things that your mama told you. It turns around, you see, it takes time.
mit diesen abstürzenden Paraglidern, nein, landenden Paraglidern, bin ich jetzt auch unten am Ostsee See so gut wie angekommen. Wow, ich habe es wieder geschafft. 18 Uhr Punkt ist es jetzt. Natürlich habe ich noch 5 Kilometer am See entlang, aber das kenne ich schon in- und auswendig. Ja, es war eine tolle Tour, obwohl sie so shit begangen ist. Ja, ja, schlechtes Wetter. Ich habe es alles gesehen, ne? Wegführung von Komoot, immer in Sackgassen, wo man, da mache ich auch gar nicht mehr weiter durfte, Kette vor, Tor vor, privat. Aber dann ging es, dann war ich eine Drau. Ja, nach der ersten Pause, da wurde es dann schlecht. Ja, dann noch eine, da war eine Panne, da war ich ja nochmal richtig bedient. Ja, aber was soll man denn machen? Entweder abbrechen oder weiterfahren. Und ich fahre immer weiter. Irgendwie ziehe ich das immer alles durch. Das ist so mein Ding. Also da muss schon richtig viel passieren, bevor ich irgendwas nicht durchziehe. Und ihr habt gesehen, ich habe es wieder geschafft. Ja, es ist einfach ja, ein schöner Tag gewesen, auch wenn jetzt die Sonne nicht da ist. Aber es ist noch angenehm warm. Und oh, man sieht die hohen Berge doch noch frei von den Wolken. Also ja, so schlecht war es nicht. Das war wirklich nur ein bisschen Regen, aber mit dieser Erkältung und so, das hat alles in eingeschlagen. Ich war echt wütend und dann habe ich gedacht, bis Spital kann ich ja auch fahren. Da fährt er immer ein Zug zurück, aber danach ging es ja richtig super. Auch bergauf und jetzt hier runter die Straße, da bin ich ja runter geballert ja schon bald. Ja, war zwar eine Bundesstraße, viel los. Ja, aber was war ja gar nicht so schlecht. Aber wie man hier auch immer noch sieht. Ich finde, Österreich hat mit einer der schlechtesten Straßen, die ich jetzt gefahren bin. Also ich bin schon viel rumgekommen. Ja, in Polen und so war ich noch nicht so weit drin, aber oder Slowenien, da habe ich ja nur ein kleines Stück. Italien habe ich schon mehr. Da dachte ich immer, das waren immer die schlechtesten Straßen abseits von Radwegen, die wir auch alle so kennen. Aber Österreich, meine Güte, das nervt schon richtig. Also, wow. Also da bin ich auch immer ziemlich wütend. Das wird noch was mit dem Rennrad zu fahren. Ich glaube, das kann ich auch bald mal starten. Es war richtig gut. Ja, ich will jetzt auch nicht weiter sappeln. Ich will ja auch jetzt nach Hause und dann werde ich erst was Größeres essen. Ich merke, der Appetit kommt. Also die Erkältung drückt sich zurück. Ja, was ist hier eigentlich noch was Besonderes? Die Burg da oben, die heißt ja Landskron. Wer aufgepasst hat bei der ersten Etappe auf der Jura-Route, die hieß auch Landskron. Die allererste Burg an der französisch-schweizerischen Grenze, wo ich die erste Pause gemacht hatte. Ja, die hieß auch so. Naja, reiner Zufall. Ja, okay, dann war es das für heute. Ich hoffe, es hat dann gefallen. Denn bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Flachlandradler ist wieder unterwegs. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch vielleicht auch noch. Ja, also dann tschüss, Servus, bis zum nächsten Mal, euer Flachlandradler Thorsten.